Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 3, zu einem 3 vs 3 mit mir, Gaius Julius Caesar und den Battle Brothers. Grüßt euch! Jo, moin! Guten Tag! Wir sind hier im Livestream der Battle Brothers und spielen jetzt in 3 vs 3 auf den Anden gegen Engels Todes, Captain Jack und Gomyustan. Hey ho, Captain Jack! Das ist relativ. Und ich bin auch noch da. Und Joshua ist der TED-Vorleser. Der hat sich gerade ganz gemein ins Video gemogelt. Richtig. Ja. Boah. So, ich spiele die Deutschen, der Wunderbare die Briten und die Wahrheitszungen die Japaner. Korrekt, und wir spielen gegen Engel des Todes, Captain Jack Sparrow und Gumyustan. Und das sind auf jeden Fall keine schlechten Spieler. Wir sind aber etwas besser und genau aus dem Grund haben wir auch geguckt, dass wir hier das jetzt Spiel Völker machen. Nehmen, die wir vielleicht nicht ganz so sicher beherrschen, um es ein bisschen fairer zu machen. Ja. Und ich habe leider als Deutscher keinen normalen Siedler am Anfang, mit dem ich jetzt meine Rohstoffkisten einsammeln könnte, so wie ihr es empfohlen habt. Ach naja, also man muss ehrlicherweise sagen, eine Ressource pro Sekunde macht jetzt halt auch nicht so den Kohlfett. Ja, aber ich fand's tatsächlich extrem interessant. Also solche Videos gerne öfter. Und wir haben einen riesigen Anfangslag. Okay, ja, ich hoffe, dass sich der widerlegt. Wie bitte? Der Wunderbare ist ein bisschen abgeschlagen und wir beide stehen nebeneinander, Gaius. Ach ja, stimmt. Ja, was soll ich denn eigentlich hier spielen? Briten? Nein, aber mal ernsthaft. Also, was ist Phase? Soll ich Fast Fortress machen? Soll ich versuchen, einen zweiten zu bauen? Fast Fortress solltest du, glaube ich, nicht machen. Du nicht. Mir gönnst du das nicht, ne? Ich denke, für die Deutschen ist Fast Fortress ein bisschen sinnvoller, oder nicht? Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Du kannst halt im zweiten ganz gut boomen eigentlich, aber... Tja, ja gut. Und halt während ich Aufgabe? Fast Fortress versuche, kann ich ja mit ein paar Ulanen Hallo? Den Gegner schwächen. Jäger. Das wäre ideal, ja. Gaius, du sollst einen Trading Post, also Handelsposten bauen, schreibst du gerade. Das ist wichtig für Deutsche. Ja, ich brauche nur erstmal ein Haus und dann habe ich kein Holz mehr, also muss ich gucken. Also Holz sammeln dann. Bereit. Holz sammeln? So, ich baue gerade schon mal das Konsulat. Ja. Meinst du, das lohnt sich hier wirklich? Ja, erstmal habe ich hier keinen Handelsposten. Ja, gibt es auf der Map gar kein anderes Problem? Nein, doch, es gibt natürlich auf der Map. Aber der ist nicht mein. Ist der hier in direkter Nähe irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Die Handelsroute, die läuft. Ja, nee, also bis ich dahin bin, das lohnt sich nicht im ersten, meiner Meinung nach. Da ist der. Also, es lohnt sich schon. Na gut, also die Idee dahinter ist halt, also wenn du halt den Handelsposten früh rausbringst, dann kriegst du halt viele Ulanen, weil du halt einfach viele Heimatstadtladungen kriegst. Ich meine, als Deutscher kann man da schon, glaube ich, drüber nachdenken, weil man halt mit jeder Heimatstadtladung sowieso noch die gratis Ulanen kriegt. Aber ich glaube auch, dass das empfehlenswert ist. So, da haben wir auch die Handelsroute. Na gut, dann höre ich mal auf euch und hacke ein bisschen Holz. Hack du mal. Wenn ich auf uns höre, auf den First Lieutenant, würde ich sagen. Wir haben Deutsche auch noch nicht so viel gespielt. Das Geile ist, wie viel Holz musst du sammeln? 100. Ja, 100, dann passt das. Hier ist nicht zufällig noch ein Holzschatz irgendwo? Richtig. Ich glaube nicht, ne? Ich habe jetzt gerade nur einen Goldschatz gehoben. So, mal schauen, was das ist. Okay, dann lass uns doch mal vielleicht, was baust du jetzt? Du spielst Japaner, ne? Mhm. Ja, dann lass uns doch vielleicht gucken, dass ich auf Longbows gehe und du auf Ishigaro und du screenst mich ein bisschen. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich meine, ich könnte auch gut auf Yumi gehen, die sind auch nicht schlechter, aber... Aufgabe? Verstanden. Ich würde sogar eher sagen, dass du Yumis machst. Die sind sogar, denke ich mal, besser. Nee, garantiert nicht. Also das kann ich sofort unterschreiben, dass die Longbows besser sind. Das haben wir im Einzelnen ausgetestet. Also da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, weil die sind schon ziemlich krank. Und auch besser gegen schwere Innen vor allem. Ja, nee, sind sie nicht, finde ich. Also was du halt bei den Longbows immer gerne vergisst, ist die Tatsache, dass das in den Stats zwar nicht eingeblendet ist, aber dass sie doppelt so schnell schießen wie Musketiere. Deswegen ist das Damage-Output von denen absolut insane. Verstanden. So, Handelsposten wird gebaut. Weiß nur nicht, wie schnell die Yumi schießen, also... Nicht so Verstanden. Schnell wie Longbow, soweit ich weiß, aber da kann ich mich jetzt gerade auch irren. Jäger. Scarfer schreibt gerade, mit Deutschen bekommst du Schiffsladungen langsamer als bei anderen Nationen. Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, aber auch neu, muss ich sagen. Ja, ich weiß, also Scarfer weiß... gleich außerhalb bei Spanien. Scarfer weiß extrem viel zu Age of Empires 3, muss ich sagen. Echt Respekt, was der alles weiß. Naja, es könnte ja durchaus Sinn ergeben, wenn man so drüber nachdenkt, weil du die Schiffsladungen ja auch im Prinzip, also die sollten ja teurer Aufgabe sein, weil du ja auch mehr kriegst als andere Völker. Und ja, Scarfer schreibt, Yumi sind richtig stark. Also ich hab auch erlebt, dass Yumi extrem stark sind, aber besser als Longbows, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hat ja niemand gesagt, dass Yumi eine schlechte Einheit sind, darum geht's nicht. Es geht ja nur wirklich jetzt gerade um den direkten Vergleich mit Longbows und ich weiß nicht, ob sie den gewinnen können. Allein schon mit dem Range-Vorteil von den Longbows und der schnellen Feuerrate, glaube ich, gibt's wenig
Infanterie die Longbows tatsächlich one-on-one schlagen wird. Also von den, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, versteht sich. Also ich werde relativ ja spät teurer, das heißt, sie werden wahrscheinlich auch gewinnen im Zweifelsfall, aber das ist ja auch kein fairer Vergleich, dann da müssen wir dann halt die Ressourcen vergleichen, nicht die Menge an Einheiten. Ja. Also anscheinend sind Deutsche und Spanier die einzigen, die einen XP-Unterschied haben. Also Spanier sammeln schneller XP, beziehungsweise erhalten schneller und Deutsche langsamer als alle anderen dazu. Wäre ja krass. Interessant. Das wäre aber auf jeden Fall auch was Interessantes, was man mal untersuchen könnte. Also, finde ich zumindest. Das wäre aber auch eigentlich logisch, weil sonst wären der Deutsche noch stärker mit ihrem Land. Spanier haben halt absolut keine Boni ansonsten, ne? Also, Early Game. Joshua, bist du eigentlich relativ nah an deinem Mikro dran? Das geht. Okay. Und, übrigens, Scarfa sagt, also findet Hallo? Auch, dass Yumis besser sind. Ja, Holzfäller. Also, kann er ja gerne also, sagen, aber... ich gehe da jetzt auf jeden Fall eure Entscheidung, ne? Ja. Ich gehe jetzt auf jeden Fall auf Shigaru, wenn die Entscheidung steht. Aufgabe. Der Punkt ist vor allem auch, würde ich sagen, dass auf Shigaru halt auch einfach nicht schlecht sind. Ja, klar. Das ist halt auch irgendwie nicht unbedingt gut, die Frage, dass das eine jetzt gut ist, das andere nicht. Als schlecht bezeichnen, aber... Ja, ja, Muskeln sind auch nicht schlecht, sind halt... Verstanden. Ist besser. Der Unnahbare, holst du dir den Schatz, wo du gerade hinläufst? Ja. Okay. Brauchst du ihn? Nö. Okay. Ich wollte ihn nur nicht den Feinden überlassen, wenn du aber hingehst, alles gut. So, was schicke ich mir denn am besten? Gleich mal die 5 Ulane als erstes dann? Oder das 700 Gold für den FF? Die 700 Gold. Ja, 700 schon. Gold. Also, ich meine, du kriegst ja sowieso mit den 700 Gold noch 2 Ulanen dazu, die reichen ja erstmal für Raids auch, das ist ja okay. Zimmermann. Ich guck gerade, dass ich schon mal ein paar Schreine rausbringe. Damit ich noch ein bisschen bessere Eco hier vorweisen kann gleich. Wir müssen aufpassen, dass die uns nicht rushen. Alle Herden closed. Die beiden sind schon relativ früh im Zweiten gewesen hier, Engel und Gomjustan. Aufgabe. Ja, das heißt alle Herden. Es gibt halt gerade kaum Herden richtig. Auf Anden irgendwie heute. Geht, Aufgabe. Aber also wie gesagt, das wäre nett, wenn du da ein bisschen Rücksicht hat nimmst. Verstanden. Also du kannst nicht die Hälfte aller Herden halt auf unserer Seite einsammeln. Wird gemacht. Das wäre nicht. Naja, ihr müsst halt hier unten die eine auf jeden Fall noch für euch klären. Ja, aber du kannst zum Beispiel die Herde da, finde ich, nicht vor komplett einnehmen. Also das wird schwierig. Was ich noch gerade interessant finde, ist, ich habe 50 Zuschauer, was echt ziemlich viel ist, aber irgendwie schreibt niemand im Chat. Ja, die schauen uns alle gespannt zu, was wir gerade sagen. Richtig, die sind alle sehr gespannt. Ich meine, ich dachte, es gibt vielleicht irgendwie noch welche, die sonst was. Wo willst du eine Forward Base bauen? Da vorne, okay, da vorne kommt auch schon eine Forward Base, ne? Also Blockhaus und aller Scheiß. Gut, dann baue ich, glaube ich, die Kaserne Tendenz mal ein bisschen weiter hinten, ehrlich gesagt. Oh ja, da kommen sie schon mit. Ach, der eine ist Russe. Okay, dann. Dann wird's gefährlich. Ja, ich gut. Wahrscheinlich die Kosaken schicken lassen, oder? Nee, Opritschniki gehen erst im Dritten. Nein, ich weiß, aber wenn das Spiel. Bro. Ja, verstanden. Naja, ja, sag ich. Aber so langfristig wird das halt mit den Opritschniki zum Problem, wollte ich damit sagen. Hallo? Händlerin. So, meine Barracks kommen jetzt auch. Ich habe irgendwie es nicht so ganz geschafft, die Siedler rechtzeitig nach vorne zu ziehen. Ihr sollt um Gottes Willen nicht alle ans Gold. Zwei könnten mir Gold hacken, der Rest von euch, der bitte nicht. So, du hackst Holz. Soll ich dann langfristig auf Plänkler gehen oder auf Ulane? Aufgabe. Also ein bisschen Kraft schadet, glaube ich, generell nicht. Ja, ich muss mich halt jetzt gerade entscheiden, ob ich eine Kaserne oder einen Stall baue. Mehr Holz habe ich nicht. Bauen Stall. Okay. Aufgabe. Finde ich gerade persönlich besser. Ja. So, dann haben wir schon mal unseren Marktplatz. Da sind die ersten Ashigaru auch da. Ja, mein Stall wird da vorne angegriffen von feindlichen Ashigaru. Mein Stall. Dann auf jeden Fall mein Stall. Ich wollte gerade sagen, dann schreien wolltest du sagen, hallo? Oder? Verstanden. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, Jägerin. Ja, und ich bring hier weiter natürlich fleißig Longbows raus. Die Frage ist, wann sollen wir denn angreifen? Und vor allem greifen wir zu zweit an oder warten wir, bis Gaius mit seinem FF durch ist? Was ist der Plan? Das weiß ich auch nicht, aber ich würde ehrlich gesagt, so wie die Punkte gerade aussehen, nicht allzu lang warten. Ja, also ich werde jetzt gleich agen. Kann ja auf jeden Fall mal gucken, ob er ein bisschen raiden geht. Ich schicke schon meine 2 Ulane vor und habe mir jetzt nochmal 5 geschickt, mit denen ich dann hoffentlich gut raiden kann. Sounds great. Und jetzt age ich schnell. Ja, hallo? Hunde. Also nochmal um die Yumi- und Langbogen-Diskussion, schreibt die Mord mit gerade nochmal. Das haben beide ihre Stärken, die Longbogen haben mehr Range, die Yumis haben mehr Damage. Apropos und es kommt jeweils auf den Spielstil auch drauf Angriff, an. Wer jetzt auf Damage gehen will, Angriff. Wer auf Damage gehen will, der spielt halt Yumis und wer Range, dann Langbogen. Ja, ich hab gleich meine Ulanen da. Ich helf dir. Verstanden. Jawohl. Ich schick die da hoch. Auftrag so. Wird erledigt.
Die zwei Ulanen dürfen hier schon mal scouten. Ja, die sind hier weiter hochgerannt. Okay, wir kriegen dann Attack mit Ashigaru und Strelitzen. Ja, ja, ich sehe das. Ich muss mich da jetzt zurückziehen, das ist ein bisschen Fehler. Ich bin ja auch da, so ist nicht. Ja, aber. Ich versuche, vielleicht komme ich hinten um. Von hinten. Weniger, du hast weniger als er und. Du hast weniger als der Russe, also. Und da ist auch noch Kaff. Jawohl! Aber ja, viel Kaff, dass du auf Distanz bleibst, wenn es geht. Ja, du musst aber vor allem auch. Ja, die greifen jetzt an meine Kaserne an, also du musst da schon mitgucken, dass du ein bisschen Damage rausgerückt kriegst. Und komm mal hier bitte zu meinen Longbows. Jawohl! Ich greife die Strelitzen an, wenn ihr angreift. Greift ihr an? Ja. Was heißt angreifen? Also wir gucken jetzt halt, dass wir möglichst viele Einheiten umgebracht kriegen, während die dann noch auf die Gebäude draufballern. Ja, und Engel des Todes raidet mich leider. Okay, die ganzen Ashigaru-Ruder, die Ashigaru sind tot, das heißt, du solltest dich jetzt da sehr schön an den Strelitzen austoben können. Ich greife in der Zeit da mal die Kavallerie mit Pikes an. Ja, jetzt sollten wir da ganz gut nach vorne kommen. Jetzt müssen wir halt hinterher gehen. Aufgabe, Holzfäller. Ja, ich werde aber hier leider geradet. Oh Gott. Ja, verstanden. Richtig. Ja. Ja. Okay, die haben wir erfolgreich in die Flucht geschlagen. Dann nochmal mehr Longbows. Ja, Angriff. Haben Siedler hier noch oder haben sie den umgehauen? Den haben sie umgehauen, wie es so aussieht. Bereit. Lass uns weiter hinterher gehen, ne? Lass uns die jetzt versuchen hier. Ich glaube nicht, dass wir das momentan da gewinnen können. Stehen gerade nur die russischen Einheiten. Ja, ich weiß, aber wenn da halt jetzt ein bisschen Kraft kommt oder so, dann kommt da halt schon ziemlich langsam wieder noch. Ich immer noch 20 Ashigaru. Hat von euch jemand 100 Holz übrig, dann kann ich noch eine Kaserne bauen. Leider nicht gerade. So, der Gaius ist schon mal im dritten, das ist schon mal super. Jo, jetzt habe ich auch meinen. Perfekt, dankeschön. Dann baue ich bei euch da hinten noch eine Kaserne hin. Leider wurde ich ein bisschen geschwächt, er hat einige bekommen von mir. Einige Siedler. Sind was auch immer dich geradet hat, denn jetzt weg? Ja, ich konnte ihn abwehren mit meinem Minuteman. Also sind tot. Einer ist geflohen, glaube ich, ein Minuteman, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit was hat er denn angegriffen? Mit Minuteman? Entschuldige, ein Husar. Okay. Ich habe Minuteman dagegen gebaut, so. Ja. Alles klar. Aber jetzt stehen wir da an dem Blockhaus eigentlich ziemlich ungestört. Ja, das ist ja gut, wenn ihr das abreißen könnt. Ich brauche noch ein bisschen, um meine Wirtschaft wieder hochzubekommen. Ja, das Hauptproblem ist so ein bisschen, also ich habe momentan halt wirklich auch nur Longbows, die machen jetzt eher nicht so den brillanten. So, Blockhaus ist weg, weiter nach vorne, wenn es geht. Da stehen da Wälle. Kommt ein Wall. Ja. Können wir aber drum rumlaufen einfach. Zö. Wer hat denn da die Welle gebaut, Mensch? Aber nicht, wenn ich alleine gehe, dann kann ich da nicht rumlaufen. Da ist ein Schrein, kill den mal. Ja, da oben ist auch noch ein Haus. Eigentlich würde ich die Schreine da halt auch gern selber bauen, wenn es geht. Ja. Also wie gesagt, du wirst halt schon verstehen, dass das halt durchaus ein bisschen problematisch ist, wenn du jetzt die ganzen Herden absammelst, ne? Ja, ich weiß, ich baue ja auch schon die ganze Zeit ein paar Schreine so auf der Karte. Okay, da ist noch ein Schrein. Den können wir auch nochmal mitnehmen. Okay, bisher hat irgendwie niemand so wirklich das Bedürfnis, uns entgegenzutreten. Ja. Ich baue ein paar Plänkler noch. Plänkler. So. Nee, der Plänkler! Ich habe aber ich habe nur 16 Siedler, der hat mir echt viele getötet. Aua. Aua, ja. 40. Also nach vorne stehen die Militärgebäude von denen. Ist die Frage, wollen wir da versuchen reinzukommen? Nee, ich habe 40 Langbogen da, ich denke schon. Ja, ich habe 30 Ashigaru. Ich baue nochmal mit 9 Ulanen, die ich mir aus der Heimat geschickt habe. Ja, sonst falls ihr die braucht. Mal gucken, ob wir da. Okay. Da sind die Ashigaru. Auftrag! Ja, die haben keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja, da sind auch ein paar Husaren, aber ich versuche, dass ich auf die Husare fokusse. Ja, ich baue jetzt auch nochmal ein paar Pikeman, irgendwie müssen wir die Gebäude wegkriegen. Ja, lauf, also wie gesagt. Ui, das sind aber viele Husaren. Ah, das ist gefährlich. Guckst du, dass du. Die Yumi und die Langbogenschützen. Guckst du, dass du in den Nahkampf gehst? Ja. Jawohl. Nicht schießen, du musst die binden. Ja, klar. Gewing mal best. Okay, ich habe jetzt nochmal Pikeman rausgebracht.
Ja, aber so nett ich Husaren finde, aber ich finde sie ehrlich gesagt im Verfassungsverhältnis nicht effizient in so einem 3 gegen 3. Also wenn man mit denen viel raiden geht, dann machen die halt gut Damage und so, aber ich finde, man wird halt gegenüber jemandem, der halt nur Infanterie rausbringt. Bleib mit deinen Longbows da. Die Husaren sind alle tot. Ja, aber ich will ja trotzdem auf Range bleiben. Der große Vorteil von den Longbows ist, dass die Range haben. Ja, schon richtig. Setze mich ein bisschen mit den restlichen Laden zurück. Okay, mein Cannon-Futter ist da jetzt leider komplett schon gestorben. Ich kann hier Siedler töten. Sehr schön. Ich hab noch 10 Pikes, die behalte ich jetzt in der Hinterhand, weil, ja genau, das habe ich nämlich befürchtet. Kommen nämlich wieder die Dingens raus. Ja, ich bin ja auch dran. Ich hab mehr Units natürlich im Bau, also ich lege mich jetzt hier nicht auf die faule Haut. Dachte ich mir. Ich meine, von denen ist halt noch keiner im dritten bisher. Ja, wie dann auch. Die bringen ja da die ganze Zeit verzweifelt Units raus. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut für uns. So, jetzt werde ich mal hier unten auch auf die Fleischquelle von dir gehen, unten links. Ich glaube, ich konnte fast alle Siedler hier oben töten. Das ist gut. Jetzt schauen wir mal, was da jetzt gerade noch kommt, das schießen wir gerade auch ziemlich gut zusammen. Ich habe jetzt auch meinen Daimyo da. Bereit? Jawohl. Auferstanden. Jawohl. So, und ich blase weiter aus 2 Kasernen Langbogen. Okay, dann lass uns da bitte weiter reingehen. Ziehst du nochmal ein paar Truppen nach vorne, Java? Oh, verdammt. Jawohl. Hier sind einige Husaren. Oder ist gerade nicht so eine Truppen? Ja, bin schnell mal am Laufen. Jawohl. Okay. Verstanden. Wird erledigt. Dann greife ich nämlich jetzt mal den Stall an. Sollten wir hier uns irgendwie schützen, der Unnahbare? Vielleicht mit dem Außenposten? Ja, ich baue mal einen. Aufgabe verstanden, Jäger. Pass auf, dein Daimyo macht da gerade komische Dinge. Ja, ich merk's gerade auch. Der Auftrag. Depp. Kann ich nicht uneingeschränkt unterstützen, was der da macht. Ich baue jetzt mal ein paar Samurai, die sind gegen die Gebäude noch. Da vorne kommen immer weiter Ashigaru raus. Ich schicke Flanker. Hallo? Und Doppelsäule. Nice. Bereit. Richtig. Hallo? Bereit. Ja, die rennen halt weg. Die wollen sich jetzt aber momentan nicht im Kampf stellen, verstehe ich auch. Elend ist so ein bisschen. Wir haben jetzt bald alle Nahrungsquellen abgesammelt. Also zumindest die, die der Hayaba übrig gelassen hat, Hust. Ja. Also ich glaube, wir bräuchten hier unten echt einen Außenposten, sonst wenn die einmal hier mit Kaff kommen. Willst du mal mit deinen Longbows hier unten gegen die Units schießen? Ach, da oben hast du ihn gebaut, alles klar, sorry. Ja, Holz. Die Herde hat sich so ein bisschen verschoben. Ja, ich hab's gemerkt. Okay, ich hab die ersten Samurai da. Okay. Die hau ich da oben jetzt. Da oben sind super viele Ashigaru. Ja, vor allem ist dann Daimyo. Kannst du gucken, dass du die Samurai irgendwie da auf den Daimyo gehetzt kriegst? Okay, Jack Sparrow hat's geschafft, ins Festungszentrum da durchzugehen. So, und ich werde mal versuchen, eine Kaserne weiter vorne hinzusetzen. Versucht ihr das auch? Oder meint ihr, wir müssen uns zurückziehen? Da kommt Kaff. Aber das sind ja deine Ashigaru, alles gut. Ich ziehe die jetzt aber mal ein Stück zurück, weil... Oh, weil meine Leute wollen da auch nicht so richtig, die kämpfen da lieber gegen Blockhäuser. Ja. Wo sind jetzt meine Siedler hingelaufen? Ich hab die doch hier hochgeschickt, oder? Hallia. Scheint nicht. Holzfäller. Zimmermann. Holzfäller. So langsam kriege ich hier aber ein ernsthaftes Nahrungsproblem, wenn ich das mal so anmerken darf. Nicht nur du. Ja, sollten wir uns die Herde hier oben versuchen zu holen? Wenn wir hier oben da kämpfen? Ich gerade hin am Laufen. Ja, ich laufe auch hin. Hallo? Bereit, Händlerin. Hallo? Händler. Gott, überall Blockhäuser. Blockhäuser, Blockhäuser, ja, Blockhäuser, Blockhäuser. Blockhäuser. Ja, wenn sie was können, dann das, ne? Ja. Der Blockhäuser. Holzfäller. Ja. Ja, Blockhäuser können Fuck. Wir das. Mein Daimyo wird da hinten rausgefokust. Oh verdammt, das sind. Ah, die kommen jetzt hier alle, ne? Die kommen ja, auf deine Siedler dann, der Unnahbare. Ja, dann sollten wir eventuell die Siedler halt zurückziehen, ne? Bin gerade im Rückwärtsgang mit den Siedlern. Aber da ist trotzdem gerade ziemlich viel Kaff lang gelaufen, also. Ja, ich muss ein bisschen darauf achten, dass du deine Ashigaru nicht verlierst und dass du mit denen ein bisschen bei uns bleibst. Ich baue auch nochmal 5 Doppelsöldner. Ich mach da jetzt erstmal das Blockhaus kalt. Das klingt nach einer sehr guten Idee und ich bin gerade dabei, ins Dota zu weiter nach vorne.
Ja. Nur zu wem? Ja, nach oben oder nach links? Weiß ich nicht, was dir lieber ist. Was auch immer dir lieber ist. Ich würde prinzipiell sagen nach oben, wir sind da super nah dran in dem Dorfzentrum. Oder nach links, da können wir nicht so einfach geflankt werden. Verstanden. Oder? Wir arbeiten uns durch die Seite. Jawohl. Ja, ich muss jetzt gerade noch mal ein paar Pikes rausbringen. Gib mir nur ein Sekündchen. Also nach links, okay. Abmarsch nach links dann. Abmarsch nach links, alles klar. Da warten auch schon meine drei Ulanen auf euch. Als hätte ich es gewusst. Damit wäre dann die politische Stoßrichtung dieses Abends auch vorgegeben. So. Weiter nach links. Exakt, im Zweifel immer weiter nach links. So. Vorwärts. Da unten ist schon das nächste Blockhaus. Das wartet nur auf ein uns. Siedler, den kannst du einmal erschießen. Verstanden. Oder erstechen. So geht's auch. Ja, die wollen irgendwie nicht so richtig, ne? Wird gemacht. Ja, okay, da unten kommen ein paar Strelitzen, würde ich das mal nennen. Ja. Aber ich habe ja auch 50 Longbows. Also ich komme mit runter. Wird erledigt. Bravo, bereit. Auftrag. Jawohl. Aber jetzt auch ein paar mehr Gold, wie es aussieht. Wird erledigt. In den Kampf. Wird erledigt. Deine Langbogen schützen? Ja. So, ich kann mit meinen Ulanen in die Wirtschaft. Das ist sehr interessant, was meine Langbogen schützen da gerade. Ja, das habe ich gerade gemeint, aber ist schon in Ordnung. Die haben ein bisschen einen Tanz aufgeführt. Ja, Tanz ist gut. Hier töte ich sie alle. Sehr schön. Dass wir ehrenvoll in den Nahkampf gehen wollen. Jo. Hier oben habe ich übrigens die Herde mit 5 Doppelsöldnern gesichert. Also falls du da noch hin willst. Ich habe jetzt tatsächlich das meiste. Fuck, da oben kommt super viel Kaff. Oh, das ist schlecht. Hast du noch ein paar Dingens? Oh mein Gott, wie viel Kaff ist das? Ja, aber nicht genug. Ja, ich habe noch, ja gut, dann bring doch erstmal da, also ich laufe Richtung Süden und ich ziehe gerade auch noch Pikeman nach oben. Dann baue ich noch ein paar Doppelsöldner. Klingt solide. Lauf! Oh, jetzt habe ich tatsächlich riesen Nahrungsprobleme. Muss vor allem auf meinen Daimyo achten. Verstanden. Aufgabe. Okay. Zimmermann. Da kommen sie. Ja, ich habe 10 Pikeman hier. Sehr gut. Pikeman. Okay. Ja, dann, Lass uns den Handelsposten da unten einreißen. Wird erledigt. Du willst den Handelsposten? Okay. Gut, dann kriegst du den Handelsposten. Ich will den nicht haben, aber ich will den einreißen. Das ist gut. Hallo? Ich brauche jetzt aber hier doch mal eine Forward-Forward-Base, finde ich. Eine Forward-Forward-Base, alles klar. Ja. Hallo? Ja. So. Ich würde halt gerne mal ins nächste. Ein bisschen Gold könnte ich theoretisch anbieten. Gold brauche ich nicht, ich habe 3000 Gold. So. Was? Was machst du denn mit deiner Kohle? Ich spare Nahrung, ich habe jetzt inzwischen schon 30. Oh ja, gut, die Plank habe ich einmal in den Tod hier geschickt. Okay, Vorsicht, da kommen wir jetzt zum Beispiel. Das war ein Fehler von mir. Aua, ja, aber gut, das ist diese Geschichte. Sollen wir wieder weiter versuchen, nach oben zu kommen? Ich habe jetzt auch ein paar. Siedler töten. Jawohl. Ja, Vorsicht, aber ich habe hier momentan nur 13 Pikeman. Das ist halt. Ich habe auch noch 5 Samurai und 17 Ashigaru. Das ist schon gut genug eigentlich. Okay. Gutes Timing. Schön erstmal Telefon. Geil. Hör ich aber nicht. So, ich baue einiges an Doppelzoll, damit den kann man auch schön einreißen dann, wenn es nötig wird. Ich hau halt alles, was ich habe hier in Einheiten gerade. Bereit. Ja, das ist doch gut. So, das Dorfzentrum, das sollten wir aber hinkriegen, denke ich mal. Aufgabe. Da unten steht ein Blockhaus. Oh, das ist schlecht. Da hinten ja, ich bringe da gerade mal Einheiten raus und das Blockhaus da. Ja, ich schicke auch eine kleine 10 Männer noch hin. Ja, dann kannst du das ja im Prinzip übernehmen, wenn du magst. Ja, die Doppelsöldner sollten das reißen. Oh ja, da bin ich mir sehr sicher. So, hier oben läuft es ja richtig gut bei Jack Sparrow. Ach, du kannst mit deinem Daimyo die Samurai ausbilden. Sehr schön. Ja, ja. Aufgabe. Ja. Aber oh, langsam wird das Gold hier auch eng. Da kommt die Kap. Du läufst da gerade in deinen Tod, Herr Unabar. Ja. Ich weiß nicht, was du da machst, aber. Oh, verdammt. Ja, das ist schon okay. Ich hab mittlerweile so viel Wirtschaft, um die wieder aufzustellen. Also, die sind auch gar nicht gestorben. 10 Stück oder so.
Also es ist ein Gemetzel hier unten beim Blockhaus. Aber das müssten meine Doppelsoldner echt hinbekommen mit den fünf Plänklern. Ja, da kann natürlich raus spammen, das ist die Gefahr, ja. Aber das sollte ich eigentlich hinbekommen. Ja, irgendwann müssen sie reingehen, sonst werden alle hier ausgeschaltet werden. Okay, die Kavallerie läuft nach vorne. Hallo? Ja, soll sie mal, dann läuft sie direkt meinen Falken in die Arme. So, ich hole mir jetzt das Germantown Farmer Upgrade. Also beziehungsweise Schiffsladung besser gesagt. Also meine Units sind da jetzt fast komplett draufgegangen. Da ist eine Armee, die habt ihr bemerkt, oder? Vom Romustan. Der Unabare. Ja, das wäre ganz gut, wenn deine Longbows. Ja, genau. Ich muss hier nur gerade meine Kasernen noch verteidigen. Daimyo raus. Wie ist das denn? Daimyo von den Japanern raus? Jo. Ja. Verstehe. Ja, ja. Alles gut. Geh mal mit deinen Longbows, wenn du es koordinativ hinkriegst, da oben in Angriff, statt auf die Gebäude drauf zu hauen. Ja, ich hab's ja gehört. Ich bin nur gerade dabei, hier gerade noch die. Ja, mehr Longbows zu bauen, ne? Ich schick dir auch nochmal 5 Doppelsäulen. Die Longbows brauch ich gerade nicht. Pikiniere, sorry. Ja. Im Eifer des Gefechts. Von der Kaff hab ich weg, aber die reiten jetzt hier runter. Ja, nicht so gut. Dann baue ich ein paar Doppelsöldner da unten auch. Ich baue jetzt auch mal ein zweites Gebäude noch bei euch unten, um mich da, um da theoretisch Einheiten rausbringen zu können. Klingt doch nicht verkehrt. Okay, da baut nur noch Yumi. Das ist noch ein Blockhaus, sehe ich gerade übrigens. Jawohl. So, da sind wir auch am nächsten. Sehr schön das. Ich weiß nur nicht, wo die Kaff abgegeben ist, um Himmels Willen. Bereit. Das würde mich ja jetzt doch ehrlich gesagt brennend interessieren. Die haben schon wieder ein Blockhaus hier gebaut, das gibt's doch gar nicht. Ja, kannst du deine Lanzen da einmal hin? Auftrag. Ja, ja, deswegen sind sie hier. Angriff. Da oben sind die Husaren. Ich versuche sie ein bisschen zu verfolgen mit den. Wir müssten hier noch ein paar Wälle vielleicht ziehen. Bin schon dabei. Sehr gut. Das kostet Holz, verdammt. Kannst du die restlichen Strelitzen da mal mit deinen, Ja. So. Ja, aber hier oben sieht doch ganz gut aus. Das wird aber gar nicht gut aus. Da sind sie. Okay. Gut zu wissen. So, ich habe jetzt volle Siedler. Ha. Das hätte ich auch gern. Ich habe 42. Wow. Ich habe 44. Tja, Leute, ja. Dorfzentrum bauen. Bauer. Bei ihm. Ja, ich habe kein Holz für ein Dorfzentrum. Falls du Holz übrig hast, ich kann genügend gebrauchen. Bereit. Ja, ich schicke dir mal 1800. Und das ist nah, das ist sehr nett. Aber mein Ludwig Walzemüller ist leider tot. Richtig. Wir müssen jetzt halt da oben mal gucken, dass wir da jetzt nochmal weiter reinkommen. Danke. Ja, ich bin auch gerade dabei, da nochmal die restlichen Siedler zu töten, die hier gerade versucht haben, denn. Ach, lustig, wir hacken gerade ziemlich viele Siedler Holz. Die können eigentlich alle mal getötet werden. Und hier gibt's jetzt die besseren Ashigaru. Aufgabe: Holzfäller. Ja. Die besseren Ashigaru. Verbesserten Ashigaru. So. Ich gerade schon gefragt, was bessere Ashigaru sind. Verstanden. So. Wir haben auch zwei Daimios, dann lass uns mal gucken, dass wir die. Siedler da oben. Okay, da oben sind ziemlich viele Siedler. Kannst du da, also ich habe hier oben praktisch schon noch Pikeman stehen, also kannst du da eventuell mal mit den. Jawohl. Das liegt aber auch nur daran, dass die Hälfte meiner Einheit nicht mitgekommen ist. Ich bin gerade dabei, mit den Pikeman hier die Häuser abzureißen. Gerade jetzt, wo der Russe Ressourcenprobleme hat, sollte das auch Probleme für ihn verursachen, schätze ich mal. Zimmermann, Holzfäller. Hoffentlich. Ich denke auch, dass das nicht mehr lang geht. Ich komme mit den Deutschen immer ans Häuserlimit. Das ist eines der größten Probleme, die man bedenken muss. Da hinten wird ein neues Blockhaus gebaut. Okay. Finde ich eigentlich verhinderungswert. Verhinderungswert, ja. Okay, da oben sind Kanonen. Ja, ich laufe hin. Ich habe 33 Pikes. Ich versuche mit den Pikes im Nahkampf abzufangen. Ah, hier sind ein paar Siedler. Sehr schön. Ich weiß halt immer noch nicht, wo die Kaff von dem ist. Die läuft hier immer noch auf freiem Fuße irgendwo. Ja, die macht mir auch ein bisschen Angst. Aber ich baue eine Doppelsoldenarmee. Aber du, gut, du hast ja Pikiniere eigentlich. Hast du hier übrigens noch Units stehen, mein Lieber? Oh ja, vielen Dank. Oh, übrigens, da ist die Kaff. Ich habe sie gefunden.
Die werden da jetzt aber alle sterben. Ich habe da so viele Pikemen stehen, ich habe notfalls für jeden Kavalleristen zwei Pikemen. Ja, da müsste er eigentlich um die Flanke herumlaufen, um ein bisschen mehr Schaden zu machen, weil deine Pikemen und die Ashigaru zusammen, die schnetzeln jetzt einfach hier nur die Kraft nieder. Ja. Und das sind ja schon die Siedler von Gumyustan. Ja, mal wieder. Also wir haben eben schon einige Siedler auch gefunden, aber Händler. Denk dran, dass du deinen Daimyo nachziehst für den Bonus. Ja, okay, da sind einige Ashigaru, du könntest theoretisch mal drüber nachdenken, ob du ein paar Naginata-Reiter bauen willst. Will ich wahrscheinlich, ja. Und wenn ich einen Deutschen in der Kavallerie bauen wollte? Ja, ich kann gerne noch ein bisschen mehr Kavallerie bauen. Ich habe mich jetzt so auf Doppelsöldner und Plänkler gestellt. Ich baue gerne noch ein bisschen. Soll ich Kriegswägen oder Ulane bauen? Was ist euch lieber? Ulane. Ja, wir werden haben gemacht. Praktisch keine Kaff mehr. Und das, was wir haben, das kriegen wir schon weg. Das ist okay, aber... I will do that. Ja. Können wir diesen blöden Daimyo mal kaputt klappen, aber so, Daimyo ist weg. Ich lauf einfach mal in gelbe Space, ne, und mach die fertig. Ja, mach du mal. Da kommen ein paar Husaren, aber... Oh, wie schnell ich das Dorfzentrum einreiße mit den Doppelsöldnern, das ist echt schön. Vorsicht, da kommt von hinten jetzt die ganze Kaff. Ja, deine Longbows. Ich hab keinerlei Dingens mehr da. Ach, das sind die Siedler. Ja, er muss jetzt sich um seine Siedler ein bisschen kümmern. Das ist das Ärgerliche für ihn. So, hier übrigens sieht man auch jetzt hier gerade, dass du Eldjuni gegen den Bogenschützen und... was ist das denn da? Oh, verdammt! Ja, oh, gute Frage, ne? Ich hab da unten Unit sofort im Bau gegeben, aber... Ja, ich bin auch dabei. Ich hab auch gerade was gebaut. Ja, ich zieh meine Siedler eben mal ins Town Center. Ich habe 2000 von jedem von den relevanten Rohstoffen. Also Alter. Das ist wirtschaftlich spielt uns der Unabari hier gerade vollkommen an die Wand. Das läuft echt bei dir. Bopro, kann ich irgendwem Nahrung schicken, dass er mir ein paar Tiere baut? Können wir gleich schon drüber nachdenken, aber ich muss jetzt gerade hier, also erstmal. Ich glaube, jetzt kommen von jedem von uns Einheiten. Und das ist auch nötig bei der Armee. Ja. Auftrag bereit. Ja, es sind halt nur billige russische Einheiten, ne, aber... Ja, mit Plänklern und so sollte das trotzdem hinkommen. Es gibt trotzdem keinen Grund, dass wir jetzt da mein Town Center einreißen, wenn ich richtig, so ehrlich bin, also... Also die werden nicht viel... Deine Leute laufen dann vorbei, Java. Warum auch immer. Wo ist mein Dorfzentrum? Wartet mal. Hast du ein Dorfzentrum verloren? ja. Also im Sinne von verloren und nicht wiedergefunden. Hä? Das habe ich noch nie gehabt. Wie ist denn das verschwunden? Hast du noch nie gehabt? Nein, mein Dorfzentrum. Schaut mal, ich habe hier die Mühlen und die Plantagen um mein Dorfzentrum rumgebaut. Jetzt ist das Dorfzentrum weg. Also entweder ich habe das in einem total weirden Moment gelöscht oder es wurde eingerissen und ich habe es nicht mitbekommen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also ich habe zwei andere. Das kann gar nicht sein. So, meine Dorfzentrum ist hier wieder gesichert und also ich denke, ich brauche hier oben mal wieder ein bisschen Support. Der Japaner ist hier gerade dabei, sich wieder ins Spiel zurückzukämpfen. Das muss eigentlich nicht sein, oder? Nee, das ist vollkommen richtig. Also ich baue da aus zwei Daimyos Units. Auch eine interessante Formulierung, aber... Ja, gibt Dinge. Gibt Dinge, die gibt es nicht. So, jetzt muss ich aber endlich mal den Wall dicht kriegen. Es kann eigentlich nicht sein, dass... Gehst du mit den Longbows hier noch auf den Orangenen drauf? Ich muss jetzt erstmal ein paar Longbows sammeln. Achso, ja. Weil gut. Das sind ein bisschen zu viele Jungler gerade. Ich würde gerne da nicht in Unterzahl kämpfen, wenn es irgendwie wird. Erstmal nochmal meine Vorderbase hier vorne aus. Das kann ja nicht angehen, dass hier immer noch nur eine Kaserne steht. So, wo sind hier meine Siedler? Ich will ein paar Ställe bauen. Zimmermann. Wir gehen so langsam die Schiffsladungen aus, die ich mir schicken lassen kann. Ich lasse mir die ganze Zeit schon die Goldverbesserungen schicken, die ich überhaupt nicht brauche, weil ich mit drei Siedlern am Gold hacke. Mir wird übrigens mein Dorfzentrum noch angezeigt auf der Minimap. Aufgabe verstanden, hä? Okay, ja. Versteh das, wer will. Ja, ich verstehe es nicht. Verstehe ich, dass du das nicht verstehst. Ja. Ich bin aber auch ein Depp-Chef, ey. Also wirklich der größte der größten Deppen, ey. Ich hab's gerade die dritte Holzverbesserung die ganze Zeit nicht gemacht. Ja, gut, dass du das sagst. Holzverbesserung, ja, richtig, da war was. Da bist du nicht der einzige Depp. Du hast übrigens hier in meiner Basis noch Units, hier könntest du mal... Ah ja, perfekt. Richtung Norden schicken. Wird gemacht. Auftrag wird erledigt. So, ich habe jetzt auch einige Ulane gebaut, die hier gegen die Yumis richtig gut ankommen müssten.
Und ich baue gerade hier noch drei Ställe. So, ich habe jetzt volle Militärbevölkerung. Ich weiß noch nicht, wo wir hier oben auch eine relativ große Armee wieder. Ja, dann lass uns doch da mal reingehen und das Shogunat endlich mal abreißen. Ich habe eigentlich keinen Grund, dass der billigere Units kriegt. Ja, warte, ich brauche noch ein bisschen Base Raid Units. Okay, der hat mittlerweile drei Damios. Die haben volle Damios. Lustigerweise gehen die gerade Selbstmord. Ich hab Shigaruma drauf. Also, ja, das war jetzt ein bisschen, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Ulanis so krass. Ja, es waren halt ein bisschen weniger. Ja, okay, also sind echt, das Fokusfeuer kriegen die halt ziemlich auf die Presse. Das stimmt. So, hier sehen wir es. Longmaus versus Ashigaru. Blödsinn. Longmaus versus Yumis. Kannst du mal draufhalten hier, aber dann können wir die Diskussion ja mal so einen Action legen. Ich würde sagen, das ist aber relativ eindeutig. Ich will nicht rausgeschossen werden. Kann ich sogar verstehen. Ja. Komm, lauf da rüber. Ja. Wir will nicht rausgeschossen werden. Ja, dafür sind Longbows halt zum Beispiel ganz geil. Ne? Macht zwar keinen Schaden gegen die Sachen hier, aber dafür treffen wir. Schon viel wert, ja. So, ich gehe jetzt endlich mal ins vierte, wird auch Zeit. Ja, nachdem du so viele Ressourcen eigentlich hast. Verstanden. Eben, also. So, Shogunat ist gleich Geschichte. Und ich baue meine ganzen Siedlerwägen, die möglich sind. Sehr schön. Wenn du so viele Ressourcen hast, hast du noch Holz übrig zufällig. 1000 können wir noch haben, ja. Ja, also so 1000 würde ich gern nehmen. Unterwegs. Vielen Dank. Dann kommen jetzt nämlich die Toshogo-Schreine Chapka-Ulane. Was drauf gehen wird. Klingt gut. Ja, ich glaube, jetzt machen wir das hier ziemlich konsequent und dicht. Ja. Da wird man sicherheitshalber ein bisschen Wald. Ja, da kommt nochmal eine russische Armee hier. The Last Man Standing. Ich glaube, das hätten wir einfach schon haben können. Ja, sehr sicher sogar. Aber so konnten wir doch nochmal boomen. Wollte gerade sagen. Trotzdem ein schönes Spiel am Ende des Tages. Ja. Auf jeden Fall. Sehr schönes Spiel. So. Toshogo-Schrein ist gleich auch Geschichte, da ich da jetzt auch mit. Ach mein Gott, ich habe die Yumi verbessert. Ich wollte eigentlich die Samurai verbessern. Ich bin auch ein richtiger Held. Das freut mich aber, dass du. Ja, also Veteran Strelitzen gegen Chapka-Ulane. Ist jetzt nicht so der beste Konter. Würde ich unterschreiben. So, jetzt kommen gleich 15 Chapka-Ulane nochmal aus meinen Stellen hier in der Nähe. Ach, sehr schön. Ja, wenn man mit den Deutschen erstmal geboomt halt hat, dann läuft es auch gut. Die da jetzt die Gebäude ganz gut wegreißen sollten. Hat mal wieder keiner von uns Artillerie gebaut, wa? Aber ich glaube, das war auch nicht nötig. Und ich finde meine zweite. Ach, da ist meine zweite Fabrik. Verstanden. Wird schon die ganze Zeit gesucht. Ich beende jetzt auch mal meinen Vertrag. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, aber bisher habe ich halt noch die teuren Reisfelder und Dorfzentren gebaut und so. Bauer, hallo? Interessant. Zimmermann, Aufgabe? Zimmermann, ja. Ich muss gleich mal gucken, ob die Konterinfanteriebewaffnung auch einen Effekt auf Langbogenschützen hat. Eigentlich haben die ja kein Gewehr, deswegen sollte das eigentlich nicht zählen, aber. Bauer, ja. Zimmermann, Aufgabe? Bleibt spannend. So, jetzt schmeißen wir da auch auf das japanische Dorfzentrum. Inzwischen steht auch mein Stallfass. Ich glaube, jetzt so langsam läuft das. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe jetzt auch 83 Siedler. Jetzt läuft das hier. Da werden die letzten Einheiten hier von Gomystan niedergemetzelt. Die Dorfbewohner, die sich nochmal tapfer verteidigen. Der Daimyo hat auch nochmal ein paar Yumis ausgebildet. Und hier stehen meine ganzen Einheiten rum und machen nichts. Die Kontertaktiken, die haben rein gar keinen Effekt auf Langbogenschützen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut. Wow, die haben wirklich meinen Daimyo rausgebracht. Aber es hat irgendwie noch keiner von den drei aufgegeben. Das überrascht mich ein bisschen, muss ich sagen. Nee. Ja, wir haben sie, glaube ich, an der Ehre gepackt. Hans Zimmermann. Maybe. Ich gehe jetzt auch mal wieder mit ein paar Siedlern auf Gold. Richtig. Ja. Gibt's so, habe ich hier noch irgendwo Siedler stehen, die ich nicht sehe? Ich glaube nicht. Wo ist euer Wall? Oh, da vorne ist eine Goldmine. Wie habe ich die denn übersehen? Oha, da kommt der erste Pitch, Niki. Ah, das sind ja nochmal einige Aufverstanden. Siedler. Da freuen sich meine Chapkas. Weißt du auch, wo die Opechniki rauskommen? Ich bin da dran. Es war nur einer. Also. Ja, vorwärts, meine Chapkas. Schlachtet sie ab.
Oh, das ist immer wieder schön zu sehen. Ja, ja, gegen Sita knallen die natürlich. Ja, aber auch gegen Yumis. Knall mich, ich bin ein verzauberter Böller. Nein, danke. Ich? Okay. Lieb gemeint, aber nein. So, ich geh jetzt auch mal ins vierte. Ich hab Zeit. Zimmermann. Ich würde sagen, hast du aber wieder Zeit gelassen, Mensch. Oh ja. Inzwischen kann ich mir das vierte auch ziemlich locker leisten. Ich hab nur irgendwie zu spät drauf geachtet. Dann geh ich mal ins fünfte, wenn du ins vierte gehst. Ja. Das Leute, bitte. Dann mag mir der mal ein paar Tiere spendieren. Ach, da war ja, ja ich was. Ich kann ja Tiere spendieren, bereit. Aber... Dann schicke ich dir 3000 Mann. Ja. Wozu? Ich hab selber 9000. Aufgabe? Soll ich Zimmer, Zimmermann, Holzfäller. Ah, hier unten ist noch Armee. Ich schick mal meine schnelle Kavallerie ja. dahin. Ich hab extra nochmal das deutsche Upgrade, dass die 10... Vorne ist noch ein Haus. Bereit. Wird 10% sind schneller wir ist. Sind wir überhaupt durch die Basis von Engel schon durch? Das ist die Frage. Ich hab die nämlich gar nicht mitgekriegt, die Basis. Wo einfach mal 2000 Expo rumliegen. Klingt voll effizient, wenn du mich fragst. Tja, ausgeben, ne? Wir spielen nicht auf Windows 7. Oder? Spielt irgendwer von euch auf Windows 7? Nee, Windows 10. Ich spiele auf Windows 7. Okay, einer von uns spielt auf Windows 7, immerhin. Was ist denn mit Windows 7? So, ich habe ja, dir jetzt 30 Schafe in Auftrag gegeben. Ich vermute ja ehrlich gesagt, dass die da an der Seite irgendwo sind. Ja klar, wo auch sonst. Wenn die da jetzt 15 Wälle gebaut haben, dann werde ich ernstlich böse. Kriegst du die da nach hinten? Nee, kann ich nicht. Die wirst du dir schon selber holen müssen, weil das Problem ist. Wobei, ich könnte sie nach oben schicken. Auftrag, weil ich will denen nicht einmal die Geiles Basis durchschicken, sonst sind die nicht richtig. Ich bleibe alle bei Geiles stehen. Okay, da sind Units. Ja. Siedler. Damit. Verstanden. Ja, ich bin da mit 100 Langbogenspitzen hinlaufen. Verstanden. Aber die Frage, ob jetzt Langbows oder Yumi besser sind, das ist echt eine interessante Frage. Das kann man dann in Zukunft mal in einem, möglicherweise einem Mechanics-Video vielleicht ausloten. Zu meinem mysteriösen Dorfzentrum. Tatsächlich ist mein Gold jetzt vom 5. Age dort gespawnt, wo mein Dorfzentrum stehen sollte, wenn ihr euch das ansehen möchtet. Was? In diesem Kreis. Es ist da gespawnt. Es ist tatsächlich unsichtbar geworden, mein Dorfzentrum. Ich kann es nicht mehr auswählen, aber genau da ist mein Gold jetzt gerade gespawnt. Ich sehe es. 2000 Gold. Das ist schon geil, oder? Also, ja, das habe ich noch nie gesehen. Jetzt habe ich einen Videotitel für dieses Video. Das unsichtbare Dorfzentrum. Das unsichtbare Dorfzentrum, so ist es. Oder Tarnkappendorfzentrum. Das ist eine spezielle Technologie, die kannst du im 5. erforschen. Ja, ja, genau. Im Imperialismus-Zeitalter. Da unten sind Units. Hier ist noch ein Schwein. Zimmermann, Holzfäller. Ja, Zimmermann, stimmt, da kommen fünf Yumi. Na gut, also ich meine, was man ganz klar sagen muss, der große Vorteil an Yumi ist, dass der Schaden pro Schuss höher ist. Und das wiederum ist halt mal bei angenommener gleicher Feuerrate ein großer Vorteil gegen zum Beispiel Unstuffed. Ist bei angenommener gleicher Feuerrate sowas, gegen sowas wie Bronzehaubitzen zum Beispiel ein großer Vorteil, weil da zählt ja im Prinzip nur der Schaden. Oder gegen Plänkler. Ja gut, soll er mal machen, aber ich habe da nur Bogenschützen stehen, die werden das relativ leicht regeln. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir tatsächlich den militärischen Sieg noch vor dem Handelsmonopol-Sieg davontragen werden. Ja, verstanden. Ja. Wird erledigt. Wäre ich mir nicht so sicher. Hallo. Was denn? Ich denke schon, dass wir das hinbekommen. Mein Gebäude, also irgendwie laggt es gerade. Ja, ist richtig. Deswegen auch mein Gedanke, dass nicht noch Ach, zu der lange Der Schwachvogel schaut unseren Stream an, Alter. Ja gut, ich meine, jetzt ist es sowieso die schon... Ja, aber wenn sie das die ganze Zeit gemacht haben, das fände ich nicht so geil, muss ich sagen. Das ist richtig, ja. Das müsste ich sagen. Gut, dann mach ich mal Ehrenmann. Oder unehrenhaft. Machst du nix. Tatsächlich, Obritschniki, so viel zu Ehrenmann, ne? Bereit. Wo sind jetzt eigentlich meine Schafe abgeblieben? Ja, die stehen hier doch alle. Wo? Ah, ja. Die hole ich mir jetzt selbstständig, okay. Naja, ich messe die gerade noch für dich. Nice. Ach, jetzt haben sie es eingerissen da unten. Ach, deswegen, okay. Also, ich habe jetzt 30 Schafe, die als Herde jetzt zu dir hochlatschen. Musst du dir dann aber selbstständig irgendwie... So, jetzt kommen meine Chapkas. Ja, eins ist leider an Guy ausgegangen, das kann ich nicht ändern. Jawohl! Aber es geht natürlich. Wo sind die Feinde bitte noch?
Meine also hier oben, in diesem Schlauch haben die sich halt auch festgezeigt. Ja, aber da ist ja fast nichts mehr. Ja, verstanden. Vielleicht hier unten? Ich weiß doch nicht. Bin ich Jesus, habe ich Latschen an. Weil da ist von jedem Gebäude, glaube ich. Ja, ich schicke die Chapters mal runter, die sind am schnellsten. Fünften. Hol dir doch mal die Spione. Stimmt. Wie viel so kosten teuer die? Können die ja eigentlich nicht. Ja, die kosten 1650. Das ist ein lokales Indiz auf die... Nee, hier unten sind sie tatsächlich... Ah doch, hier sind zwei russische Gebäude. Ja, ich finde fast keine. Ich weiß nicht, wo die sich verstecken. Also es ist echt ja, nicht mehr viel übrig. Also Engel ist jetzt schon mal raus. Ah ja, Engel ist raus. Ja, hier sind zwei Schreine von Gomustan und hier sind noch von Captain Jack Sparrow zwei Siedler. Ich greife einfach mit meinen Minutemen an. Die reißen das jetzt. Ne, die sterben wahrscheinlich vom Zentrum aus, oder? Doch, die können den Siedler vorher töten. Sehr gut. Hashtag interesting livestream. Ja, eben. Also das ist halt gerade so ein bisschen das Ding, weil wir wollen natürlich auch möglichst viele Spiele noch in diesem Livestream machen. Und was meint ihr, wieso ich an den Handelsmonopol-Sieg gedacht habe, meine Freunde? Ich habe das doch alles mit einem berechnet. Deswegen sollten wir jetzt... mit dem wird's beendet, ne? Er hat noch ein Dorfzentrum. Ach, der wurde aber abgewehrt, ne? Ja, ja. Die haben ja mit den Opritschniki da... Ja, die haben das zerstört, das ist das Problem. Brauchst du hier noch ein paar Tore? Wenn du es... weil du es bist. Da unten steht ein Blockhaus. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, das hat Geiles eben gesagt. Habe ich schon, das habe ich gemeint. Ich tue einmal hier die Schreine vernichten schnell. Ah, er hat aufgegeben. Okay, Gummistan hat auch aufgegeben. Gut, dann gehe ich da runter zu den zwei Militärgebäuden. Halleluja, ey. Aufgabe. Ich helfe mit und baue einen Samurai auf. Der schießt übrigens auf deinen Siedler. Die ganze Zeit schon, sehr lustig. Ich nehme das zur Kenntnis. Das Blockhaus. Aber... der Siedler steckt das gut weg, muss ich sagen. So, GG, jawoll. Ja, danke. Ich würde mal kurz gucken, was hier so im Stream passiert ist, im Chat. Aber ein ordentliches Spiel und ich habe sogar am Ende jetzt die meisten Punkte noch gehabt. Mich kann man nicht installieren. Ja, achso, wir können ja gerade den Chat eigentlich noch gar nicht vorlesen. Wir sind ja gerade noch mitten in der Aufnahme drin, ne? Genau, einmal vielleicht noch schnell die Statistik anschauen zum Abschluss dieser Folge. Der Unerbare hat die meisten Rohstoffe gehabt. 123.000, nicht schlecht. Ich habe ziemlich gebraucht mit dem Japaner-Boom. Ich habe das heute nicht so hinbekommen. 96.000. Ich war knapp dahinter mit dem deutschen Boom. 94.000 bei dir. Auf jeden Fall waren wir dann ressourcentechnisch sehr stark überlegen, da die Feinde natürlich auch sehr viel in ihre Militäreinheiten investiert haben, um uns früh zu schwächen. Die meisten Kills hat tatsächlich Gomustan gemacht, 480. Und danach kam dann schon der Unnahbare mit 454. Und ja, dann Gomustan hat wirklich viel rausgeholt mit seinen Japanern. Ja, ich das war sagen, sehr also, stark. Engel hat irgendwie mit der Kavallerie nicht so viel gerissen. Also ich meine... War aber nervig. Also er konnte mir einige Siedler nervig war's. Ja, also er hat auch nicht aber wenig. Das ist, finde ich, halt genau das, was ich an Kavallerie immer so kritisiere. Also ich finde so als Hauptbalk von der Armee finde ich sie schwierig. Also natürlich ist sie wahnsinnig toll zum Raiden und so, das will ja niemand in Frage stellen. Siehe unser 2 versus 2 von vorher. Ja gut, aber das habt ihr auch nicht wegen dir gewonnen, wenn ich das mal ehrlicherweise sagen darf. Das lag hauptsächlich an der riesigen Menge an Plänklern, die die Dingens gebaut hat. Die Der hat die vor allem auch sehr gut ausgesniped, die Pikeman. Also, ihr habt die aber auch teilweise einfach vorlaufen lassen. Ja, klar, keine Frage. Also, dass wir das nicht ganz besonders gut gelöst haben, das ist noch das andere. Aber, wie gesagt, ich bin nicht von Kavallerie als Hauptbalk von der Armee überzeugt. Ich habe das Gefühl, wenn du zwei gleich gute Spieler hast, der eine baut Kavallerie, der andere nicht, also wenn du 2 gegen 2, dann wird die Seite, die keine Kavallerie gebaut hat, tendenziell gewinnen. Es sei denn, sie machen so gute Raids, dass sie wirklich die andere Seite hat. Ja, das ist richtig. Also, ich glaube, Kavallerie kann so stark sein. Ja, aber nicht in 2 gegen 2, meiner Meinung nach. Also sie kann auch da stark sein, aber sie ist unheimlich schwierig, dann auch wirklich zu spielen und sie wirklich so gut auch einzusetzen. Also ich habe früher nur gehabt, wenn man 2 vor 2 ist gespielt, damit ist die Siegquote bei mir immer sehr hoch gewesen mit meinem Mate, auch gegen gleich starke Gegner vor allem. Wie gesagt, also gerade gegen gleich starke Gegner glaube ich da halt nicht dran. Also du kriegst meiner Meinung nach bei Kavallerie einfach für das, was du an Ressourcen ausgibst, weniger fürs Geld als bei Infanterie. Das ist halt einfach Fakt. Du kriegst halt mehr Mobilität, das ist richtig, klar. Aber... Naja, aber jetzt verrennen wir uns hier gerade schon wieder in Details. Also genau. Ich finde, was man halt relativ deutlich sieht, ist, dass die Ressourcenrate in dem Match bei uns halt im dritten dann deutlich steiler geworden ist. Und das andere ist halt, dass wir in einem Engagement wirklich deutlich mehr Kills gemacht haben und die danach halt in Unterzahl gekämpft hatten. Wir haben das ja schon öfter gesagt, das ist dann letztendlich das Problem. Ja, so ist es richtig. Und ich glaube, das ist alles, was man jetzt zu dem Match sagen kann. Insofern
Genau, vielen Dank fürs Zusehen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier auf den Anden 3 vs. 3 mit mir und den Battle Brothers. Dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao.